Recht herzlich willkommen zur 280. Folge von City Skylines. Ja, wir waren letztes Mal in diesem Bereich hier irgendwo, um zu schauen, dass da eine Straße ist, die schlecht fließt. Und zwar hier oben war das. So, das heißt, wir müssen da wieder was dran tun, damit hier der Verkehr vorankommt. Ja, da staunen sie sich und hier ist es nicht so prickelnd. Hier ist alles grün. Das sind parkende Autos wohl. Hier fährt keiner lang. Das heißt, wir sollten diese Ampel und diese Ampel mal bearbeiten. Eigentlich ist der Hauptverkehr ja sozusagen wahrscheinlich so fließend dann, ne? Gut, dann gehen wir mal hier rein und schauen mal. Aber Ampeln gibt's hier definitiv schon mal, ne? Oder? Lass uns erstmal die Ampeln hier gucken. Da ist eine Ampel, da ist eine Ampel, da ist eine Ampel. Okay, das ist geklärt. Und dann bedeutet das, wir brauchen eine zeitgesteuerte Ampel. Auswahl der Kreuzung. Diese. Knotenpunkt ist der. Okay, zwei errichten. Machen wir. Und... ach, hier gibt's auch noch Straßenbahn, sehe ich. Okay. Ja. Und hier gibt's noch was anderes. Eine Hochbahn, okay. Die fährt da auch noch rüber, aber die sollte uns ja eigentlich erstmal egal sein, oder? So, das bedeutet hier... ist das eine Einbahnstraße? Nein. Aber hier darf man nur links und rechts abbiegen, oder wie sehe ich das? Sehr interessant. Ist das so? Was passiert jetzt hier gerade? Nix, ne? Alles ist hier auf Rot gestellt. Ich würde jetzt gerne hier eine Ampel auswählen. Und, ach so, Schritt hinzufügen, klar. Diese Ampel bekommt ein Grün. Und, ne, machen wir mal so. Diese Ampel bekommt ein Grün. Und das ist immer noch verkehrt. Warte mal, das ist geradeaus und links. Genau, das ist jetzt unsere Ampel, die wir brauchen. Und dann machen wir den Rechtsverkehr grün. Das ist wohl eine Ampel. Das mit dem Dingens erkenne ich hier jetzt leider irgendwie gerade nicht. Und hier gibt es eine Ampel für links und für Rechtsverkehr. Okay, das heißt, wir machen die links grün. Und die rechts bleibt. Und wenn wir schon sowas machen, dann können wir das hier auch machen. Da gibt es den Rechtsabbieger, der dann grün ist. Und hier gibt es dann den Linksabbieger, der dann grün ist, ne? Oder? Warte mal, die dürfen rechts abbiegen, die dürfen links abbiegen, die dürfen rechts abbiegen. Die dürfen links abbiegen dann. Genau. Das haben wir. Und das ist Schritt 1, den wir hinzugefügt haben. Den können wir aber noch ändern. Mindestens sind das hier... ich weiß nicht, was war das? 15. 15. Das ist 115. Das ist ein bisschen viel. Das machen wir mal so. Und das... speichern war. Schritt hinzufügen, dann ist, die werden alle rot. Hier gibt es dann Rechtsabbieger. Hier gibt es einen Rechtsabbieger. Alle Rechtsabbieger kriegen grün. Machen wir so. Jetzt hier noch ein Rechtsabbieger. Da gibt es dann auch noch einen Rechtsabbieger. Und dann machen wir das in der zweiten Phase so. So. Fügen wir hinzu. Dann der nächste Schritt ist
Rot, 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 rot. Na, das ist aber blöd hier. Ich glaube, wir müssen das nochmal ändern, weil wir hier jetzt gerade eine geradeaus und eine Linksampel haben. Und hier auch. Ich glaube, wir müssen das nochmal beenden hier. Ampel entfernen. Wir müssen erstmal hier die Spuren ziehen. Die machen wir gerade hier erstmal. Das passt schon mal. Hier gibt es nur einen Rechtsabbieger. Die dürfen da und da und sollen noch nach da und da fahren. Passt. Und das hier ist nur die Straßenbahn, die dann geradeaus kann. Die bleibt dann so. So, dann haben wir hier einen Rechtsabbieger. Die dürfen da und da einfahren. Und die dürfen da, da, da und da einfahren. Das haben wir. Und hier haben wir auch zwei Spuren. Die dürfen da und da lang fahren. Und die dürfen da, da. Kann ich das mal sehen? Ja. Und da einfahren. So haben wir. Und jetzt ist hier noch diese Straße. Die dürfen da, da hinfahren. Und hier gibt es noch geradeaus und Linksabbieger. Gut. Während eben die ja so fahren oder sowas. Naja, jetzt ist es erstmal so. So, das haben wir. Und jetzt machen wir die zeitgesteuerte Ampel da noch hin. So, wir haben definitiv hier eine Ampel, die links und rechts fährt. Hier müssen wir mal noch ändern. Also hier sind die Ampeln, die so aussehen, gefragt. Hier, die dürfen nur links und rechts fahren. Ich weiß nicht warum, weil wir haben es eigentlich auch eben gerade anders eingerichtet, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer, warum die nicht geradeaus fahren dürfen. Hier müssen wir auch ändern. So. Und hier gibt es nur links und rechts. So, das bedeutet dann, wir fangen erstmal mit diesen an. Die kriegt grün, geradeaus und links. Das bedeutet, der kann rechts fahren. Die können geradeaus, die können links. Genau. Das ist die erste Phase. Gut. Hinzugefügt. Nächster Schritt. Nächster Schritt bedeutet, wir machen den rot und den rot, machen den Linksabbieger da grün und den Linksabbieger da grün. Und dann gibt es hier noch einen Rechtsabbieger grün und da gegenüber gibt es auch noch den Rechtsabbieger nach rechts. Alle rechts, ne, die zwei Linksabbieger und zwei rechts. Passt. So, dann ist, die sind schon mal gefahren, ne?
Nächster Schritt. Der, der, der und der ist vorbei. Das bedeutet jetzt gegenüberliegen, darf geradeaus und links fahren. Das bedeutet, hier darf auch rechts gefahren werden. So. Hinzufügen. So, jetzt haben wir Anzeigen. Die beiden, also die untere Ampel ist nach links und geradeaus und da ist auch nach rechts grün. Passt. Die linke ist nach rechts grün und jetzt nach links grün. Passt. Die rechte ist jetzt nach rechts, warte mal, fangen wir oben an, ist jetzt komplett rot. Jetzt kann sie nach links gefahren werden, jetzt kann sie nach rechts gefahren werden. Passt. Die obere Ampel ist jetzt rot. Ist jetzt nach rechts grün, ist jetzt nach links und geradeaus grün. Passt. Das bedeutet, wir können die Ampel jetzt starten. So, jetzt stellt sich nur die Frage, die hier. Der hält an, der braucht gar nicht anhalten. Das ist ja jetzt voll doof, oder? Stopp. Anzeigen. Ändern. So, die hat grün. Und grün. Das ist, glaube ich, jetzt definitiv die Dingensampel, oder? Die Hochbahn. Die soll uns auch nicht stören. Speichern. Die kann immer grün haben, ne? Weil die hat ja überhaupt nichts mit denen da unten zu tun. Speichern. So, die fährt immer durch. Ich weiß nicht, wofür deine Ampel überhaupt ist für eine Hochbahn, wenn da unten. So, und jetzt haben wir hier unten noch eine Straßenbahn. Und zwar ist es jetzt so, dass wir diese Phase mal angezeigt bekommen. Hier ist jetzt links, rechts ist rot. Da oben ist rechts. Das bedeutet jetzt, kann die eigentlich auch fahren. Und ich kann die nicht einstellen oder was? Ändern. Haben wir jetzt hier Rechtsabbieger. Und mal, die fahren jetzt rechts rum. Das bedeutet, für die besteht keine Gefahr. Und hier. Ist jetzt grün zu machen. Fertig. Speichern. Zweite Phase ist diese. Wir haben da Linksabbieger. Das heißt, die muss rot bleiben, ja. Genau. Und die dritte Phase ist diese. Die sind rot. Die sind die Rechtsabbieger. Das bedeutet, jetzt kann die auffahren. Und speichern. Und starten. Gut, dann können wir das mal schließen und können uns das hier angucken und sehen jetzt, dass es nicht läuft. Also hier steht keiner mehr, da stehen welche, die wollen links.
So, die biegen ab und die biegen ab. Das ist auch gut so. Okay. Da fahren ziemlich viele schon mal. Ah, hier unten staut sich's gerade voll. Sind jetzt aber auch dran, ne? Ja, das habe ich jetzt noch nicht verstanden, weil ich glaube, wir haben jetzt hier tatsächlich einen Linksabbieger, Rechtsabbieger eben angezeigt bekommen. Also auf der Straße waren da die Links-Rechts-Pfeile nur, ne? Und die Ampeln sagen auch nur Links-Rechts, oder? Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, im Grün dürfen wir aber nicht fahren. Hahaha. Also das funktioniert mit der Banane. Das ist jetzt ein Anzeigefehler in dem Sinne. Okay. So viel wie hier ist, ist das alles okay, sag ich mal. Obwohl, jetzt staut sich schon zurück. Ja, wir werden diese Kreuzung wieder bearbeiten müssen noch. Hier steht zum Beispiel jetzt nur links, rechts dürfen die, ne? Die fahren aber auch geradeaus, oder? Er wartet nämlich jetzt auf Geradeausfahrt wahrscheinlich. Das heißt, das machen wir weg. Und hier war ja das gleiche in grün. Ist ja auch grün. Fertig. Dann darf man nur links, rechts abbiegen und dann ist gut. Und dann läuft's auch, oder wie? So wie gewünscht. Jetzt haben wir hier die Ampel, zeitgesteuerte. Was ist ein Zähler verstecken, Zähler anzeigen? Ach so, okay. Also jetzt. Also hier ist der Rechtsabbieger. Der ist schon bis zur nächsten Kreuzung. Und hier ist sowieso das Problem. Und hier geht's eigentlich. Also hier ist okay. Und hier ist schwierig. Der Donutwagen. Achso, der darf wahrscheinlich gleichzeitig. Obwohl, hier geht's ja jetzt auch. Der Linksabbieger fährt jetzt. Das ist ja auch richtig so, wie der andere auch. Die Kreuzung wird von einer Zeitsteuerung ignoriert. Wähle Zeitsteuerung, Ampeln aus, klicke auf die Kreuzung, klicke auf Entfernen. Okay. So, jetzt sehen wir die ja. Ja, hier gegenüber ist gut.
Hier ist gut. Da ist nichts los, das passt. Und hier stehen sie. Ganz viele. Und hier. Wo geht's? Dir kommen aber gerade welche. Das bedeutet, wir müssen mal gucken, das war welche Phase. Welche Phase müssen wir verkürzen? Das ist hier die Frage, ne? Die ist ja ganz gut. Diese Phase ist das Entscheidende. Also nicht die Phase, sondern der Schritt hier. Dieses hier ändern wir mal auf 20. Speichern die Zeit. Und dieses hier. Dann, da steht aber kein Linksabbieger. Starte mal die Ampel wieder. Also da staut sich's ja. Die Phase 2 ist jetzt gerade dran, da sehen wir ja hier, ne? Die bringt hier nichts, weil die Rechtsabbieger sind gar nicht da. So, letzte Phase dauert 15 Sekunden. Lässt die da drüben alle links abbiegen und geradeaus fahren. Das hier grün ist, ist gerade verkehrt, oder wie sehe ich das? Die Fußgänger müssen wir noch bearbeiten, die haben wir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das konzentriert sich da gerade. Ja, da müssen wir wohl nochmal dran. Ja. Stopp, ne? So, zeig mal diese Phase an. Das ist rot, das ist passend. So, dieses ist rot, das heißt, die Fußgängerampel müsste jetzt hier grün sein. Und hier bedeutet das auch grün, weil hier fährt ja jetzt gerade keiner. So, speicher das mal. Nächster Schritt. Hier gibt's keine Fußgänger, die gerade was dürfen. So, und hier ist jetzt ändern angesagt. Da geht's. Und da geht's auch. Und speichern. So, wir zeigen das mal an. Hier laufen die Fußgänger oben und rechts. Hier laufen keine Fußgänger. Hier laufen die Fußgänger unten und links. Passt, also können sie da laufen. Das funktioniert erstmal. So, da sind wir einen Schritt weiter, indem wir die Fußgänger jetzt mit reingenommen haben. Jetzt ist das, was wir noch machen müssen. Hier ist schon mal wenig Verkehr. Hier ist wenig Verkehr. Da ist viel Verkehr. Und hier ist wenig Verkehr. Also das heißt, wir haben jetzt nur noch dieses hier, wo viele warten. Und die warten in einem Maße, wo ich noch nichts sagen würde.
Hier, das hat sich aufgelöst, oder? Hier waren noch ganz viele vorhin. Ich glaube, wir sind mit der Ampel erstmal so im Grunde drinne, bis auf das da. Jetzt ist die Frage. Wann haben wir hier die Möglichkeiten oder wann? Das ist jetzt eine 15-Sekunden-Phase. Ja, die sind aber alle in der Rechtsabbiegephase, die jetzt nicht da ist. Ich glaube, die lange Phase ist schon die, wo die hier unten stehen, ne? Und jetzt wird die Ampel hier nach rechts grün und dann fahren die, oder? Ja. Und das ist schon die lange Phase. Und die stehen bis da. Links will da keiner abbiegen. Okay. Die Phase ist jetzt rum und die Straße ist ja halb voll noch, ne? Also wenn, dann würde ich sagen, stopp das mal, ändere die Zeit nochmal auf 23 und speichern. Wir könnten natürlich auch gucken, wie weit die anderen Phasen sind. Starte die Ampel nochmal. Können wir die anderen Phasen ja verkürzen. Warte, wer fährt denn jetzt hier? Die fahren rechts. Die sind schon leer. Achso, jetzt ist wieder die nächste Phase. Lass mal gucken. Die sind gleich sowieso alle weggefahren hier links. Das ist vorbei. Hier gibt's keine Rechtsabbieger. Und hier gibt es auch keine Rechtsabbieger. Das ist schon mal durch. Also die Rechtsabbiegerphase, die ist... nur für die eine Straße wichtig. So, jetzt haben wir hier... Rechtsabbieger. Und hier geradeaus und links. Jetzt ist vorbei. Die könnte 2 Sekunden kürzer sein. Ja, dann machen wir mal die letzte Phase kürzer. Speichern. Starten. So. Hier ist niemand. Und da ist auch niemand. Das bedeutet, die erste Phase ist auch zu lang. Die würde ich jetzt sogar mal auf 10 wieder runtersetzen. Ups, das war... Speichern wir und starten das Ganze. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Erste Phase läuft. Ist keiner hier am Stehen? Passt. Hier steht auch keiner, weil, ne? So, jetzt ist die lange Phase, die diese Schlange wegmachen soll, oder? Nee, die ist ja die Rechtsabbieger. Das sind überall. Nee, Linksabbieger 2. Okay. So, jetzt wechselt's. Hier sind die Rechtsabbieger gleich durch. Da ist keiner mehr. Aber hier ist noch ganz viel. Ich weiß aber auch nicht, warum die jetzt nicht fahren. Ach so, die waren schon durch. Okay.
So, jetzt sind die Rechtsabbieger hier dran. Ne? Linksabbieger sind durch. Rechtsabbieger sind durch. Linksabbieger sind durch. Hier stehen sie, die nach links wollen. Und die fahren jetzt in der letzten Phase. Das bedeutet, die zweite Phase hier ist wahrscheinlich doch zu lang, ne? Die Linksabbieger sind durch. Ach so, die sind hier zu doof zum Einordnen. Das ist unser Problem, ne? Okay. Wenn das das Problem ist, dann können wir das auch nicht ändern, ne? Ja, das wird sein. Dann nützt meine ganze Ampel nix. So, jetzt ist Rechtsabbieger angesagt. Die sind gleich durch. Hier ist wieder einer, der nach links muss und deswegen klappt's nicht. Das bedeutet, wir machen diese Phase hier wieder kürzer. Weil sowieso nicht anders geht. Das liegt an diesen Links-Rechts-Abbiegern, die da überhaupt keine Ahnung haben, wie sie parken, fahren müssen. Da ist unser Problem. Das bedeutet eigentlich, wir können alle Phasen rein theoretisch kürzer machen. Ja, wir müssten mal mehr drauf gucken, ne? Ne, das war jetzt falsche Taste, ne? Z ist reinzoomen und wer war rauszoomen? Keine Ahnung, wer rauszoomen war. Mausrad auf jeden Fall. Ich wollte aber so gucken. Und dann machen wir nochmal das an. Zeig mir nochmal die Ampel. So, links, rechts. Die fahren rechts rum. Und die fahren links und geradeaus. Da ist auch keiner. Das war gut. Nächste Phase. Die fahren rechts rum. Die sind fertig. Die fahren links rum. Nee, die dürfen nicht. Die fahren rechts rum. Fertig. Die fahren links und die fahren links. Alle weg und noch zu lang. Alles klar. Ändern. Auf 12. Speichern. Starten. So, rechts ist frei. Links und geradeaus fährt. Ist aber auch frei. Frei. Und die Phase war gut. Nächste Phase. Die fahren links, die fahren links. Die fahren rechts, die fahren rechts. Hier steht fast keiner mehr. Die Phase ist gut. Letzte Phase. Alle fahren rechts oder wie ist das? Nee. Die fahren geradeaus und links. Und die fahren rechts. Und die stehen. Hat auch funktioniert. Ich glaube, die Ampelanlage geht jetzt. So, und dass hier so ein Rückstau entsteht, liegt nur daran, dass es irgendwelche Leute gibt. Na, hier unten sieht es schlecht aus. Das bedeutet, die Phase rechts hier ist, die muss länger sein. Welche Phase wäre das? Diese jetzt. Okay. Jetzt funktioniert es auch mal, oder wie? Ne, der will jetzt links rüber da mit seinem Moped da und deswegen geht's nicht. Und deswegen ist der Stau. Kann man nicht ändern dann, ne? Dann ist das so. Ja, lassen wir so. Ist so. Alles klar. Würde ich aber erst sagen, soll es für die Folge auch reichen, die schon wieder ziemlich lang geworden ist. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.
Falls ihr noch genau habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und Kommentare wie immer herzlich willkommen. Schreibt was rein, dann können wir darüber reden. Und falls ihr Bock habt, teilt das Video an allen euren Kanälen, damit es weit verbreitet ist, weil es ja doch richtig gut war, oder? Alles klar, bis dann. Ciao.